in diesem Haus in der Steiermark wohnt Ingrid Amtmann zusammen mit ihrem Hund Felix. Der zweijährige Vierbeiner liebt es, im großen Garten zu spielen. Doch seit 5 Monaten hat Ingrid Amtmann ihren geliebten Border Collie Mischling nicht mehr gesehen. Das ist das ganze Spielzeug von draußen. Er hat drinnen eine Kiste, er hat draußen eine, seine Bälle. Er tut irrsinnig gern Ball spielen. Und von mir ist ein alter Hausbotschen, den hat er sich immer am Kopf gesetzt und da springt er herum. Und die Leute gefällt das, weil es gehen ja relativ viele Leute da vorbei. Ne? Und jeder hat ihn gern gehabt und umgekehrt natürlich auch. Ne? Nach der Trennung von ihrem Lebensgefährten wurde vereinbart, dass Felix im Wechsel 4 Tage bei Ingrid und 4 Tage bei ihrem Ex-Partner ist. Doch dieser rückt den Hund seit 5 Monaten nicht mehr raus. Wir hoffen jetzt so, dass er endlich heimkommen kann. Sicher schaut er auf ihn, mein Ex, aber er hat sein Leben nicht, was er da gewohnt ist. Wir haben ihn am 1. Mai 21 gekriegt, ne? Und bis 16. Jänner war er da, heuer. Und dann hat er nicht mehr zurückgegeben. Ne? Die Rentnerin ist verzweifelt. Der Kontakt zu ihrem Ex-Partner ist abgebrochen. Tochter Marion versuchte, zwischen ihrer Mutter und deren ehemaligen Lebensgefährten zu vermitteln. Ohne Erfolg. Ja, hallo. Hallo. Wie geht's dir? Was denn du? Ja. Wie geht's dir? Ja. Es geht so halbwegs. Ja, mir geht's wegen der Mama nicht gut und natürlich dann auch, mir selbst da. Also mir hat das sehr getroffen, weil einfach eine menschliche Enttäuschung. Also ich habe sicher daraus gelernt. Er war 23 Jahre in der Familie und eine Trennung kann passieren. Ich bin auch geschieden, aber es kommt halt immer darauf an, wie man auseinandergeht und so habe ich es mir nicht vorgestellt. Ne? Auch Marion vermisst das tierische Familienmitglied. Ich meine, dass der Felix nicht da ist. Also ich komme mit meinem Partner nach Graz und es fehlt was. Ne? Weil das ist wirklich, ich meine, wenn man das immer gewohnt ist, dass ein Hund da ist, ja, ist das irgendwo eine Leere und das ist bedrückend. Ja. Mutter und Tochter wissen nicht mehr weiter. Angemeldet ist Felix auf Ingrid Amtmann. Gekauft hat den Border Collie Mischling der Ex-Partner. Wem gehört der Rüde also? Und wird Ingrid ihren geliebten Vierbeiner jemals wiedersehen? Dr. Christian Horvath soll in diesem besonderen Obsorgestreit helfen. Grüß Gott, die Damen. Ja, hallo, junger Mann. Grüß Gott. Hallo. Ich bin kleiner geschlichen da. Unser Retter. Ja, dafür haben wir offen lassen. Ja, Hund gibt es eh keinen, deswegen haben wir gedacht, jetzt traue ich mich einer. Ja, super. Und einer. Außerdem, wenn er da wäre, der ist so freundlich. Okay, ja. Hätte er mich nicht gebissen. Nein. Okay. Gehen wir rüber vielleicht. Ja, setzen wir uns in den Schatten, ist heiß heute, gell? Erzähl's mir mal, am Telefon hat mir die Tochter schon erzählt, sie haben ihren Hund nicht mehr. Nein. Und wieso? Weil ihn mein Ex-Partner mir entzogen hat. Ja. Er hat ihn geholt. Hat er ihn einfach mitgenommen, oder wie? Ja, nein, ich bin mitgegeben, weil wir haben ausgemacht gehabt, 4 Tage darf er haben und 4 Tage ist er wieder da bei uns zu Hause. Am Montag hat er ihn geholt und nicht mehr zurückgegeben. Aha. So Streitereien über Hunde oder Tiere haben wir relativ oft. Gerade bei Ehescheidungen, da stellt sich immer die Frage, wer bekommt das Tier, wie oft darf man es dann besuchen kommen. Also da gibt es schon auch detaillierte Regelungen und das gar nicht mal so selten. Natürlich wäre es super, wenn man alles schriftlich festhält und mit dem Ehepartner oder Lebensgefährte gleich vorab einen Vertrag macht, aber daran denkt man ja nicht, wenn man jetzt neu verliebt ist und zusammenzieht, dann sagt man nicht als erstes, du musst mir noch einen Vertrag unterschreiben, sonst ist nichts mit uns. In der Steiermark wurde Dr. Christian Horvath zu einem tierischen Sorgerechtsstreit gerufen. Ingrid Amtmann bekam von ihrem ehemaligen Lebensgefährten Border Collie Mischling Felix geschenkt. Nach der Trennung sollte Felix wechselnd 4 Tage bei Ingrid und 4 Tage bei ihrem Ex-Partner sein. Doch trotz mehrfacher Versprechen rückt dieser den Rüden seit Monaten nicht mehr raus. Dass sie das jetzt einmal rechtlich einordnen kann, das war ihr Hund? Ja, weil er mir geschenkt hat. Gibt es da einen Nachweis oder irgendwas? Ja, schriftlich. Ja.
Ja, WhatsApp. Ja, nicht schriftlich WhatsApp halt. Ja, ist ja bestätigt. Ja, ist ja Bestätigung, genau. Seit wann war denn der Hund bei euch? 1. Mai 2021. Ah, das wissen Sie alles genau. Das war der Tag, wo wir ihn geholt haben, ja. Und damit ich nicht immer Hund sagen muss, sagen Sie meinen Namen. Felix, okay. Ja. So, jetzt war der fast 2 Jahre bei Ihnen. Ja. Und mit dem Ex-Lebensgefährten ist nichts mehr zum Reden, oder? Was ist da jetzt los? Was sagt er jetzt? Wieso gibt er den Hund nicht zurück? Er sagt gar nichts, weil gar nichts er redet mehr mit uns nicht. Aha. Gar nicht. Er hat von Haus aus gesagt, der Hund gehört ihm. Ja, aber es gibt eine Bestätigung, wo er gesagt hat, der gehört Ihnen, oder? Ja, genau. In einer Textnachricht von Frau Amtmanns Ex-Partner an Sie heißt es: Ich habe Felix einer normalen Frau geschenkt. Sie hat sich den Ist-Zustand selbst zuzuschreiben. Deshalb beschütze ich Felix vor ihr und habe kein bisschen ein schlechtes Gewissen. So Chatverläufe oder Nachrichten werden ja auch als Beweis vor Gericht zugelassen, oder? Das ist ein eindeutiger Beweis, weil die Telefonnummern kann man nachvollziehen und natürlich wird der Gegner jetzt nicht sagen können, na, das habe nicht ich geschrieben, sondern ein anderer. Das wird nicht glaubwürdig sein. Weiters ist die Rentnerin auch als Besitzerin in der Tierkennzeichnungsdatenbank eingetragen. Da haben wir Animal Data, da haben wir die ganze WhatsApp-Kommunikation. Erzähl doch, ich war jetzt bei der Polizei und habe eine Anzeige gemacht. Wir haben die Papiere mitgehabt. Die haben es wohl angeschaut, aber dann hat sie gesagt, die Polizistin, ob ich den Hund freiwillig mitgegeben habe. Ja. Sag ich, ja, weil wir so ausgemacht haben. 4 Tage er, 4 Tage haben wir ihn. Ja. Wir wollten ihm entgegenkommen. Ne? Weil der Felix ja ihn auch mag, natürlich, nicht, das Herrl. Und dann, die hat es dann überhaupt nicht interessiert. Aber am nächsten Tag waren sie dort bei meinem Ex-Partner und haben so down, wie wenn wir eine Anzeige gemacht hätten. Dabei haben sie gar keine aufgenommen, ne? Weil sie gesagt haben, das geht nicht, weil ich freiwillig mitgegeben habe. Ne? Ein Bericht gibt es ja da. Und da steht drin, dass der Staatsanwalt gesagt hat, dass kein strafrechtlich relevanter Tatbestand vorliegt. Der Staatsanwalt oder die Polizei haben da richtig gehandelt, weil es ist kein strafbarer Tatbestand. Sie hat den Hund freiwillig herausgegeben. Es war jetzt keine dauernde Sachentziehung oder keine Entführung in dem Sinne. Das ist wirklich eine Sache, die man zivilrechtlich verhandeln muss und nicht vom Strafgericht. So, und jetzt bin ich da, weil ihr wollt den Hund zurück. Gell? Ja. Auf alle Fälle. Er kehrt daher. Das ist sein Zuhause. Sehen Sie, er hat den Garten und mein Ex-Partner hat 130 Quadratmeter ein Zimmer. Und eine kleine Kochnischen, einen ganz schmalen Balkon. Er kann sich dann selber nicht umdrehen. Er geht wohl mit ihm, weil er muss ja notverrichten gehen. Und er muss noch essen gehen. Aber so hat er kein schönes Leben. Ja, da war es besser. Ne? Dass der Ex-Lebensgefährte jetzt in einer kleinen Gastronomie wohnt, mit vielleicht 30 oder ein bisschen mehr Quadratmeter, das hat nicht viel zur Sache. Natürlich ist für ein Tier oder für einen Hund immer toll, wenn er Auslauf hat und einen Garten. Aber er wird ihn sicher artgerecht halten, davon gehe ich jetzt schon aus. Schrecklich, Sie haben gesehen, immer wieder, mir kommen immer die Tränen. Warum hat er nicht zurückgebracht? Ne? Er ist da zu Hause. Wir warten einfach jetzt nur mehr auf den Tag, wo der Felix dann wieder bei uns da im Garten ist und wieder unser Familienmitglied ist. Ja. Ne? In der Steiermark streiten Ingrid Amtmann und deren Ex-Partner um Border Collie Mischling Felix. Nach der Trennung war ein gemeinsames Sorgerecht für den geliebten Hund vereinbart. Alle 4 Tage sollte der Rüde im Wechsel bei Herrchen oder Frauchen sein. Doch der ehemalige Lebensgefährte hält sich nicht an die Vereinbarung. Seit Monaten enthält er Ingrid Amtmann den Vierbeiner vor. Die Frau Amtmann tut mir wirklich leid und das kann ich nachvollziehen, weil die Tochter wohnt in Wien, die ist auch nicht immer da. Und jetzt war ihr Hund Felix das Einzige, was sie hat. Und das wurde ihr weggenommen. Also das ist schon traurig. Alle bisherigen Gesprächsversuche schlugen fehl. Die Ex-Partner reden seit Wochen nicht mehr miteinander. Um Frauchen und Hund möglichst schnell zu vereinen, sieht Rechtsanwalt Dr. Horvath daher nur mehr eine Möglichkeit. Schau, es nutzt eh alles zusammen nichts. Den Felix holen wir uns schon zurück. Aber wir müssen ganz schnell zu Gericht.
Ich mache jetzt gleich Klage auf Herausgabe, weil es ist eh schon lange nichts passiert. Der OGH hat schon festgestellt, dass zu beurteilen ist, ob es eine emotionale Bindung gibt vom Besitzer zu dem Tier. Und das muss natürlich ein Gericht auch prüfen. Und da werden die Parteien dazu befragt. Und dann steht es im Urteil drin oder auch nicht. Aber bei der Frau Amtmann sieht man ja, das ist eine extrem emotionale Bindung. Und sie weint ja jeden Tag. Also da wird das Gericht keine Entscheidung treffen können. Da müssen wir zurückholen. Bitte. Ja. Ne? Bitte. Hilft nichts. Machen wir. Danke. Machen wir. Schau, Frau Amtmann, brauchen wir jetzt gar nicht viel mehr weiter diskutieren. Klage wird eingebracht, dann wird nachbohren, dass vielleicht schneller Verhandlung kommt. Super. Und ich gehe jetzt davon aus, eure Geschichte stimmt, so wie ihr mir die erzählt habt. Das heißt, da gibt es eine Schenkung. Sie können das ja bezeugen. Ja. Und wenn es eine Schenkung gibt, dann gehört der Hund sowieso Ihnen. Das heißt, da klagen wir auf Herausgabe. Ganz so schnell geht es natürlich nicht. Da muss verhandelt werden und dann gibt es ein Urteil. Das kann man dann exekutieren, sprich, den Exekutor dann abholen, wenn er es nicht freiwillig macht. Mhm. Aber da müssen wir jetzt durch, gell? Ja. Ja, weil sonst sitzen Sie noch immer da ohne Felix. Ne? Wir werden jetzt ganz schnell eine Klage einbringen. Da gibt es hoffentlich bald eine Verhandlung. Und den Prozess müssen wir gewinnen, weil sonst ist die Frau Amtmann noch trauriger und das will ich nicht. Danke. Alles Gute einmal, gell? Kopf danke. Hoch. Alles danke. Gute, gell? Wiederschauen. Wiederschauen. Wiedersehen. Na, das Ding, der schafft es. Der macht es wirklich. Ja. Da habe ich jetzt ein gutes Gefühl, wirklich. Ja. Immer häufiger streiten sich Ex-Partner um die Obsorge einst gemeinsamer Haustiere. Ein geschiedenes Ehepaar stritt bis vor den obersten Gerichtshof um einen Kater. Dr. Christian Horvath befasst sich näher mit dem Fall und dessen wegweisendem Urteil. Bei dem kuriosen OGH-Fall hat das Gericht nur untersucht, wer die höhere emotionale Bindung zu dem Kater gehabt hat. Sprich, man hat jetzt nicht das Tier untersucht oder geschaut, wo fühlt es sich wohler. Na? Man hat dort die Parteien befragt und das Gericht hat festgestellt, aha, der Kater gehört dorthin. Das hat aber mit unserer Schenkung nichts zu tun und mit der emotionalen Bindung kommen wir leider in unserem Verfahren nicht weiter. Denn bei dem Urteil ging es um ein Ehepaar und die Aufteilung seines gemeinsamen Guts. Rechtlich werden Tiere als Sachen behandelt und diese sind, wenn sie während der Ehe angeschafft werden, als gemeinsames Eigentum zu betrachten. Ingrid und ihr Ex-Partner jedoch waren nie verheiratet. Damit stellt sich die Sachlage anders dar. Für Rechtsanwalt Dr. Horvath ist unbestritten, dass es sich im Fall Amtmann um eine Schenkung handelt, auch wenn die Gegenseite naturgemäß anders argumentiert. Wir haben auf Herausgabe des Hundes geklagt und stützen uns eben auf eine Schenkung, die mündlich bzw. schriftlich mit Textnachrichten vereinbart wurde. Die Gegenseite sagt naturgemäß das Gegenteil. Die sagen, Ihnen gehört der Hund, Sie haben ihn seinerzeit gekauft und einen Kaufpreis bezahlt, ich glaube 250 Euro. Sie haben ein Hundetraining gemacht, deswegen hat es keine Schenkung gegeben. Natürlich widerspricht sich das mit den Textnachrichten. Klar ist auch, dass die absolvierten Hundetrainings keinen Besitznachweis über Hund Felix darstellen. Der Nachweis mit den Hundeausbildungen, der hat überhaupt nichts zur Sache, weil wenn ich jetzt Tankrechnungen von meinem Auto vorlege, ich fahre mit dem Auto, heißt es lange nicht, dass das Auto mir gehört. Deswegen, es geht um die Schenkung und nicht darum, was mit dem Hund gemacht worden ist. Dr. Horvath rät dringend dazu, eine Schenkung schriftlich festzuhalten, um rechtlich abgesichert zu sein. Dieser sogenannte Schenkungsvertrag ist auch noch Jahre nach der erfolgten Schenkung erstellbar. Am schwierigsten ist es ja immer, eine Schenkung zu beweisen. Weil wenn jetzt jemand eine Sache gibt und sagt, ich schenke dir das, der andere nimmt sie an, dann sind die rechtlichen Formerfordernisse erfüllt, sprich, der Übergabewille und der andere hat die Schenkung angenommen. Aber natürlich kann ich sowas in 3 oder 5 Jahren nicht mehr beweisen. Deswegen bräuchte ich eigentlich, wenn es um etwas geht oder um eine wertvollere Sache, immer einen Vertrag. Weder der Richter noch ich waren jemals bei den Vereinbarungen dabei. Ich weiß nicht, was die noch alles gesprochen haben. Das war ja doch eine längere Trennung und man hatte viel über den Hund Felix diskutiert. Aufgrund von den Unterlagen, was ich habe, habe ich ein gutes Gefühl.
Zurück zum Sorgerechtsstreit um Hund Felix. Ingrid Amtmann hat ihren geliebten Hund seit über einem halben Jahr nicht mehr gesehen. Heute ist die erste Tagsatzung vor Gericht. Begleitet wird die Hundeliebhaberin von Tochter Marion. Guten Morgen, die Damen. Morgen, Herr Doktor. So, morgen. Sie stehen goldrichtig. Gehen wir kleine, gell? Ja. Danke. So lange Zeit haben wir nicht mehr. Okay. Es wird nur ein Prozessprogramm gemacht. Es gibt halt kein Urteil, sie werden nicht einvernommen. Der Richter wird uns einmal seine Meinung darlegen, einen Vergleich versuchen und dann wird es irgendwann einen neuen Termin geben. Sie sind Zeugen, Sie dürfen so wie die Hunde heute, wir müssen draußen bleiben. Kein Problem. Und Sie brauchen nicht aufgeregt sein, gell? Es ist, ja. Sie werden wahrscheinlich gar nicht gefragt heute. Es liegt einmal eh alles am Tisch. Sie sagen ja, es ist Ihr Hund, weil es wurde auch mehrfach geschrieben, dass er geschenkt hat, gell? Ja. Und wir wollen nur einen Hund zurückkommen, mehr geht's gar nicht, gell? Nicht mehr und nicht weniger. Ich erwarte mir heute, dass vielleicht alles noch einmal zum Gespräch kommt, was schon schriftlich und so weiter alles ist und dass hoffentlich bald alles zu Ende ist. Auf die Anfrage der Mein Recht-Redaktion reagierte der Ex-Partner nicht. Haben Sie noch Fragen? Wollen Sie irgendwas wissen? Ob alles gut ausgeht für mich. Ja, das würde ich mir wünschen, gell? Ja, immer. Das würde ich mir wünschen. Ein bisschen Geduld müssen wir noch haben, gell? Und dann hoffe ich, dass der Richter entscheidet, so wie wir wollen, ne? Genau. Ich weiß jetzt schon, wie ich das Urteil schreibe, aber... Ja, hoffentlich. Ja. Aber wir vertrauen mir einem Schutzengel. Ja. An der heutigen Verhandlung darf Tochter Marion Zehetmeier nicht teilnehmen. Sie soll im weiteren Verfahren als Zeugin vernommen werden. Für lediglich 20 Minuten ist die Verhandlung anberaumt. Doch die Tagsatzung scheint noch schneller beendet. Nach der Hälfte der Zeit kommen alle aus dem Saal. Für Rechtsanwalt Dr. Horvath ist der Streit aber noch nicht abgeschlossen. Er führt am Gang noch intensive Gespräche mit der Gegenseite. Gibt es doch noch eine Einigung um Trennungshund Felix? Seit über einem halben Jahr vermisst die Steirerin ihren geliebten Rüden Felix. Ihr ehemaliger Lebensgefährte enthält ihn ihr vor. Rechtsanwalt Dr. Christian Horvath lässt nichts unversucht. Nach der ersten Tagsatzung sucht der Rechtsanwalt das persönliche Gespräch mit der Gegenseite. So, das waren jetzt harte Verhandlungen. Ich habe aber eine Nachricht für Sie. Morgen kommt der Felix. Für ganz. Morgen kommt der Felix bis 18.07. eine Woche. Und dann machen wir das immer so, wie wir es gehabt haben. Morgen um 8 Uhr. Ja. Ist er bei uns? Ja. Ist er bei euch, ja? Schneller geht's nicht. Ja. Bitte. Man hat sich jetzt darauf geeinigt, dass einmal die Frau Amtmann 4 Tage den Hund hat und die Gegenseite auch wieder 4 Tage. Wir haben Uhrzeiten vereinbart, wann der Hund gebracht wird und abgeholt wird. Und ich hoffe, dass das funktioniert. Haben wir alles schwarz auf weiß aufgeschrieben, gell? Ja, und dann 4 Tage er und 4 Tage genau. Bis zur nächsten Verhandlung. Nein, die brauchen wir nicht mehr. Nicht? Wir haben eine Vereinbarung und die muss jetzt einhalten. Ganz einfach. Ein Ruhen der Verhandlung ist vereinbart. Funktioniert die außergerichtliche 4-Tage-Vereinbarung nicht, läuft das Verfahren normal weiter. Ich bin schon zufrieden mit dem Ergebnis, weil die Frau Amtmann bekommt morgen schon den Hund. Wenn wir jetzt weiter gestritten hätten, das haben wir uns ja offen lassen, dann hätten wir wahrscheinlich erst in einem Jahr rechtskräftiges Urteil gehabt. Sprich, sie hätte den Hund einmal ein Jahr sicher nicht gesehen. Dank des beherzten Einsatzes von Dr. Christian Horvath können Ingrid Amtmann und Tochter Marion ihren Felix in wenigen Stunden in die Arme schließen. Es war für alle die letzten Monate Wahnsinn. Ja, also, da nehme ich sie nicht nur, sondern mir geht es schlecht. Ja, das war einfach eine Katastrophe. Das kann man sich einfach gar nicht vorstellen. Ich hoffe auch, durch das, dass wir das eben mit dem Dr. Horvath gemacht haben, dass auch andere Leute sehen, dass man eben was machen muss, wenn sowas passiert. Ja, weil Tierentzug ist in meinen Augen genauso wie Kindentzug. Aber er hat uns bis jetzt sehr geholfen und vor allem er hat uns beruhigt. Er hat immer gesagt, ich bringe ihn an den Felix zurück. Er sagt nicht Hund, er sagt immer Felix, weil er so heißt.